Hallo, in diesem Video werden wir uns wieder mit dem arithmetischen Mittel befassen. Wir haben in den Videos zuvor gesehen, wie man das arithmetische Mittel berechnet. Wir haben uns schon eine mögliche Veranschaulichung angesehen, mit den Holzbrettern zum Beispiel. Wir haben gesehen, wie sich das arithmetische Mittel verändert, wenn ich einen Wert in meine Datenliste hinzufüge. Wir haben gesehen, wie sich das arithmetische Mittel verändert, wenn ich an den Schrauben drehe. Und in diesem Video möchte ich eine weitere Veranschaulichung darbieten. Betrachten wir dazu das folgende Fenster am Arbeitsblatt. Hier steht, rechts sind zwei Zahlen A und B mit A ist kleiner als B auf der Zahlengerade dargestellt. Erkläre, warum das arithmetische Mittel von A und B genau in der Mitte von A und B auf der Zahlengerade liegt. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie zu diesem Mittelpunkt kommen und dieser Mittelpunkt muss das arithmetische Mittel von A und B sein. Und wir gehen dabei schrittweise vor. Zuallererst schauen wir uns einmal die Länge dieses Intervalls an. Und generell gilt für die Länge eines Intervalls, ich ziehe die eine Zahl von der anderen ab und nehme den Betrag davon. Okay? Also sollte die Differenz negativ sein, wird sie durch den Betrag wieder positiv. Da hier in der Angabe steht, dass a kleiner als b ist, können wir uns diese Betragsstriche sparen und es reicht, b minus a zu schreiben. Das heißt, die Länge dieses Intervalls ist einfach b minus a. Und ich habe diese Länge als klein l bezeichnet. So, um jetzt die Hälfte dieses Intervalls zu bekommen, müssen wir die Länge des Intervalls halbieren. Nämlich, ich rechne die Hälfte von l und das ist dann b minus a halbe. Das ist also die Hälfte der Länge dieses Intervalls. So, um jetzt zum Mittelpunkt zu gelangen, muss ich ja von der Stelle A ausgehen. Das heißt, ich addiere zu A die Hälfte von L und erhalte dann A plus B minus A halbe. Drücke jetzt auf Stopp und versuche, diesen Term zu vereinfachen. So, also den Term können wir folgendermaßen vereinfachen. Nachdem wir hier eine Addition von zwei Brüchen haben, müssen wir zunächst beide Brüche auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Das heißt, ich erweitere a um 2a dividiert durch 2 plus b minus a halbe, fasse die Zähler dann zusammen und erhalte als Ergebnis a plus b halbe. Was ja nichts anderes ist als das arithmetische Mittel von a und b. Ich habe zwei verschiedene Listeneinträge und dividiere durch ihre Anzahl. Diese Formel wird dann auch in der Vektorrechnung vorkommen, wenn man den Mittelpunkt einer Strecke sich ausrechnen möchte. Und das mehr zum Thema Vektorrechnung.